Ja, hi Jakob. Ich freue mich, dass du heute kurz Zeit gefunden hast. Willkommen zu unserem kurzen E-Commerce-Interview. Ich bin der Jakob Bertram. Ich bin der Gründer von der Webseite femcapstore.com. Wir fokussieren uns auf limitierte Caps. Wir designen die, wir vermarkten die, wir stellen Content dafür und verkaufen das auf unserer Webseite. Ja, interessant, interessant. Jetzt natürlich die Frage, wie du schon sagst, ihr verkauft sie über euren eigenen Shop. In welche Märkte verkauft ihr sie? Verkauft ihr sie nur in Deutschland oder habt ihr bereits internationalisiert? Wir haben ja vor 3 Jahren gestartet. 2020 waren wir ungefähr 3, 5 Länder, wo wir gerade angefangen haben. In 2021 waren wir in 40 Ländern präsent. Und im letzten Jahr, 2022, waren wir genau in 69 Ländern. Und jetzt sieht man einfach die Zahl und verarbeitet das wirklich, dass man super international ist. Ne? Absolut, absolut. Das hört sich ja an, dass so Internationalisierung bei euch ja auch ein Grundstein des Erfolges ist. Kannst du exemplarisch aufzeigen, wie sich ja eure Versandzahlen, eure Verkaufszahlen verhalten zwischen den Ländern, zwischen Deutschland und der Rest der Welt? Kann man da eine Aufteilung finden? Ja, sicher. Also wir sind ja in Deutschland. Man könnte meinen, das müsste der Hauptmarkt sein, aber Deutschland repräsentiert eigentlich gerade nur 15% unseres Umsatzes. Dann sind wir 20% in dem asiatischen Teil, 20% in Lateinamerika und ungefähr noch 20, Deutschland klammere ich jetzt aus, in der EU. Und alles andere, nenne ich Rest der Welt, sind es auch nochmal 20, 25%. So sind wir aufgestellt. Man muss schon sagen, wir greifen mit unseren 69 Ländern wirklich 5 Kontinente ab. Ich glaube, das ist ja ein Riesenvorteil, dass ihr einfach auf vielen, vielen Kontinenten, auf vielen Märkten unterwegs seid und das natürlich auch so eine Balance schafft, um vielleicht auch mal konjunkturelle Schwankungen auszugleichen. Dann natürlich auch eine Frage bezogen auf die Logistik und auf den Versand. Wie kann DHL oder wie unterstützt DHL Express euch aktuell dabei? Also mit DHL Express, unsere Erfahrung ist die, dass wir klein angefangen haben, da gab es halt 100% Betreuung. Also da sage ich halt schlüsselfertig dazu. Bei DHL ist halt auch ganz wichtig, dass die immer ein Versprechen geben, dass die in jede Ecke der Welt liefern können. Da hat uns auch DHL beim Wachstum auch geholfen, wo wir dann digitaler wurden, wo wir auch unser Warenwirtschaftssystem anbinden mussten an die Logistik. Und da waren auch DHL-Experten, waren auch im Call immer dabei, haben die Expertise gegeben. Wir haben alles integriert, alles installiert, so dass wir jetzt eigentlich mit einem Scan-Vorgang jedes Land anfahren können. Das ist für uns ganz wichtig, was auch noch ein besonderes Merkmal ist, finde ich ganz gut. Hat die Auswertung gegeben, dass die Zustellraten bei DHL Express jetzt speziell auf uns gesehen über 98% sind. Was schon brutal, brutal hoch ist. Das heißt, wir haben eigentlich keine Beanstandung mit den Kunden. Aber sollte was zu spät kommen oder mal irgendwo stecken bleiben, da sind halt Kundenservice auch immer erreichbar, 24 Stunden lang, kann man fast schon sagen. Und das ist für uns ein Riesenvorteil, weil heutzutage ist die Schnelligkeit entscheidend für den Kunden. Und wenn die einen anschreiben, dann will man auch eine Antwort haben, weil die Kunden zahlen auch dafür. Das bietet auch der L Express. Ja, schon mal auch hier vielen Dank für dein Feedback. Viele, viele Unternehmen scheuen ja die Internationalisierung, weil es natürlich viele Themen gibt, Zoll und Customer Service, was du gerade gesagt hast, ne? Man muss irgendwie jederzeit erreichbar sein. Hast du einen guten Tipp für ein Unternehmen, wie man bei so einer Internationalisierung vorgehen soll? Ja, sicher. Ich kann das nur in unserem Beispiel nehmen. Wir haben einfach uns auf ein, zwei Märkte fokussiert, haben einfach ein Marketingbudget einfach zur Seite gestellt und haben gesagt, okay, das geben wir jetzt aus in diese Länder. Und dann verzögert 1, 2, 3 Monate später haben wir schon gemerkt, dass gerade aus diesen Ländern die Anfragen gestiegen sind. Also das heißt, man sitzt da und der Kunde postet die Story von deiner Cap und sagt, ey, ich habe es erhalten, super. Und dann sitzt du da und sagst, ey, das ist ein Kunde, der eigentlich 7000 Kilometer weiter ist. Das ist so mein Tipp. Ein, zwei Länder, da ein bisschen Marketing geben, Logistik an den Spezialisten abgeben.
wenn man es noch tiefer geht, nämlich vielleicht an Marketing die Werbung abgeben und das war's. Und dann kann man das Ganze auch ausrollen. Ich glaube, das würde vielen Unternehmen schon helfen, hier gerade deine Tipps. Wie gesagt, kurzes Interview. Ich danke dir schon mal für deine Zeit, Jakob. Vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht. Und ja, freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja. Mach's gut. Ja, danke schön. Ciao, ciao. Tschüss.